Ja, Herr Minister Wissing, herzlich willkommen bei uns auf dem Stand der Deutschen Verkehrszeitung. Freut uns sehr. Sie haben Ihren Rundgang gerade schon gemacht. Wie ist so der erste Eindruck von der Messe und der Logistik? Der Rundgang war super. Es total viele motivierte Leute, tolle Innovationen. Es ist immer wieder beeindruckend, wie viel Neues man auf einer solchen Messe entdeckt. Und insofern glaube ich, man kann das an einem Tag kaum erfassen, was hier alles ausgestellt wird. Ja, die Logistik ist eine große, bunte, weite Welt, würde ich sagen. Wir sind ja auch alle sportbegeistert in der Logistik. Jetzt gibt es diesen LPI, den Logistics Performance Index der Weltbank. Jetzt sind wir nur noch geteilter Dritter, waren ja immer Logistik-Weltmeister. Welche Erkenntnisse ziehen Sie daraus für sich? Die Erkenntnis, dass die Welt sich verändert und dass andere auch nicht nachlassen und sich anstrengen. Und deswegen müssen wir eben auch Anstrengungen unternehmen und unsere Infrastruktur kontinuierlich weiterentwickeln. Wir sind als Industriestandort in hohem Maße darauf angewiesen, extrem effizient zu sein bei der Logistik. Wir sind ein Hochlohnstandort. Wir haben ein sehr enges soziales Netz, sind auch stolz darauf und wollen das auch nicht riskieren. Aber dann brauchen wir, wenn wir auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig sein wollen, eben eine extrem gute Effizienz in der Logistik. Und das setzt eine sehr gute Infrastruktur voraus. Und weil viele immer wieder meinen, man könnte bei der Infrastruktur jetzt langsam machen und man bräuchte da eigentlich nicht mehr zu investieren, zeigt dieser Fall auf dem Platz 3, das Gegenteil ist richtig. Wir müssen uns anstrengen, um weiterhin vorne mitzuspielen. Wir sind noch vorne mit dabei, aber ich finde, aus Bronze sollte wieder Gold werden. Was kann man von Ländern wie Singapur aus Ihrer Sicht lernen? Ich meine, genug Geld wird investiert, es gibt viele Anstrengungen, Sie selbst haben viele auf den Weg gebracht und trotzdem, ja, wir sind, glaube ich, noch auf einem Stand, dass wir noch eine ganze Menge dazu lernen müssen und vorankommen müssen. Na, da sind Länder, die extrem ehrgeizig sind, die nach vorne kommen wollen und die eben viel investieren und die vor allen Dingen sehr auf Marktwirtschaft und Wettbewerb setzen. Das konnten wir auch mal besser, als wir es heute tun. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir da wieder besser werden. Ganz aktuelles Thema ist natürlich die Maut. Ich glaube, es soll morgen sogar im Kabinett sein, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Nichtsdestotrotz, Sie haben natürlich viele Reaktionen aus der Branche bekommen auf den Vorstoß. Wie sieht es aus? Gibt die Forderung, erst 2025 mit der Umsetzung zu starten? Sie haben jetzt die große Chance, hier ganz viele Menschen glücklich zu machen. Also eben haben wir gerade drüber gesprochen, dass wir schneller sein sollen und jetzt reden wir drüber, dass wir es ein bisschen verzögern sollen. Ich glaube, wir müssen auch bei dem Thema Dekarbonisierung ehrgeizig sein. Wir müssen den Menschen zeigen, dass Logistik und Mobilität und Klimaschutz miteinander in Einklang zu bringen sind und deswegen, finde ich, sollten wir gemeinsam hier auch schon eine Anstrengung unternehmen. Wir werden natürlich klimaneutrale Antriebe brauchen. Es macht ja keinen Sinn, dass der Staat einen Anreiz setzt, um umzusteigen auf dekarbonisierte Antriebe. Aber was ja eine Kritik der Branche ist, dass es die Fahrzeuge noch nicht gibt. Ja, aber die sind jetzt schon, die werden schon hochskaliert und sind jetzt schon verfügbar. Und ich finde, wir sollten diese Chance auch nutzen, jetzt einen großen Schritt voranzukommen. Denn es wird ja nicht besser, wenn wir uns langsam auf das Jahr 2045 hinbewegen. Dann werden die Anpassungsprozesse umso anstrengender und umso schwieriger. Und an diesem Datum lässt sich ja nicht rütteln. Und deswegen glaube ich schon, dass wir das schaffen können und auch schaffen werden. Und wir werden auch genau hinschauen und uns engagieren mit Förderprogrammen an anderer Stelle, wo wir helfen können. Wir lassen die Branche nicht im Stich. Ja, die Branche hat da auch wieder direkt einen Vorschlag formuliert, beispielsweise Verdopplung der Mautharmonisierungsmittel. Gibt es da vielleicht ein bisschen Bewegung? Also ich sag mal, wir müssen auch im Rahmen des haushaltspolitisch Machbaren bleiben. Was wir jetzt vorhaben, wir werden kräftig investieren, das ist für die Branche enorm wichtig. Die Beseitigung von Engpässen in unserem Autobahnnetz und das Ganze mit Deutschlandgeschwindigkeit ohne diese langwierigen Prozesse und diese frustrierenden Genehmigungsverfahren, ich glaube, das ist ein Schritt, der der Branche helfen wird und der auch etwas mit Standortsicherung zu tun hat. Das war hart erkämpft, jetzt müssen wir das aber auch finanzieren. Ja, vollkommen richtig. Nun hören Sie immer viele Forderungen aus der Branche, vielleicht mal andersrum gefragt. Was würden Sie sich von der Logistikbranche wünschen? Dass sie so innovativ bleibt, wie sie ist.
dass sie der Gesellschaft zeigt, wie man Klimaschutz und Logistik unter einen Hut bringen kann. Ich bin sehr optimistisch, dass sie das schaffen werden. Wenn wir uns die Prognosen anschauen, die wir auch mit wissenschaftlicher Begleitung haben anfertigen lassen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir 2045 sagen können, Auftrag erfüllt, Deutschland hat eine klimaneutrale Logistik. Damit werden wir einen enormen Standortvorteil und auch einen Wettbewerbsvorteil haben. Und auf dem Weg dahin würde ich mir wünschen, dass die Branche optimistisch bleibt, investitionsfreudig bleibt. Und sie kann sich auf mich verlassen, dass wir das von politischer Seite her so begleiten werden, dass sie gute, wenn nicht sehr gute, marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen vorfinden. Ich glaube, dass da werden Sie einige beim Wort nehmen. Damit haben Sie noch mal ein Stichwort gegeben, was wir noch ausführen können. Aber ich glaube, Sie müssen weiter. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Minister Wissing. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.